Es ist Mittwoch, der 23. Mai 2018. Wir sind hier auf dem Geschwister-Scholl-Platz in Wuppertal. Dies ist die Kampagne Stoppt den Grundrechtsboykott. Ja, liebe Leute, wer ist das? Wer wird heute 69 Jahre alt und ist stark, ist wunderschön und voller Mitgefühl? Na, wer weiß es? Richtig, das Grundgesetz. Es ist die beste verfassungsmäßige Ordnung, die wir hier in Deutschland jemals gehabt haben. Und so unverzichtbar das Gedenken an unsere leidvolle Vergangenheit in Deutschland ist, damit sie sich nie wiederholt, so stolz können wir sein auf unsere heutige verfassungsmäßige Ordnung, das Grundgesetz. Diese, unsere verfassungsmäßige Ordnung, ist seit ihrem Anbeginn die solide Grundlage für eine offene, freiheitliche und liebevolle Gesellschaft für uns Deutsche ebenso wie für die hier lebenden Ausländer, für Menschen unterschiedlichster, weltanschaulicher und geografischer Herkunft. Dafür muss es aber auch von allen staatlichen Gewalten und von uns allen gelebt werden. Wir werden Vorschriften des Grundgesetzes, die uns besonders am Herzen liegen, lobend und ehrend erwähnen, sowie die dahinterstehenden Menschen im Parlamentarischen Rat und auch einen ihrer Ideengeber, die diese großartige Leistung vollbracht haben. Wir werden vorbildliche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die unsere verfassungsmäßige Ordnung und das Vertrauen in diese und bisweilen sogar den Frieden gestärkt haben, ebenso wie einige katastrophale Entscheidungen, die sich davon entfernt und so zum Fortbestand und zur Schaffung von viel unnötigem Leid und zur Spaltung unserer Gesellschaft beigetragen haben, erwähnen. Das Gesetzespaket mit Petition Stoppt den Grundrechtsboykott will sicherstellen und dazu eine breite gesellschaftliche Debatte anstoßen, dass die Entscheidungsträger im Bundesverfassungsgericht künftig auch de facto keine Möglichkeit mehr haben, sich ihrer verantwortlichen Aufgabe zum Schutz der Ordnung des Grundgesetzes und der universellen Menschenrechte zu entziehen. Wir freuen uns auf Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung. Diese Kundgebung ist zugleich der Auftakt für die kommenden Kundgebungen mit Blick auf 70 Jahre Parlamentarischer Rat. Der Parlamentarische Rat ist das Gremium, was unsere heutige verfassungsmäßige Ordnung, das Grundgesetz, beschlossen hat. Es ist verkündet worden, heute vor 69 Jahren, am 23. Mai 1949. Die Ermächtigung ist erfolgt auf besatzungsrechtlicher Grundlage durch die westlichen Besatzungsmächte am 1. Juli 1948. Der erste Entwurf erfolgte durch den Herrn Chiemseer Konvent in der Zeit vom 8. bis 10. August 1948. Die eigentliche Arbeit zur Erstellung und zum Beschluss des Grundgesetzes ist jedoch durch den Parlamentarischen Rat erfolgt. Der Parlamentarische Rat hat seine Arbeit am 1. September 1948 begonnen. Im Parlamentarischen Rat vertreten waren CDU, CSU, SPD, FDP, DP, KPD und Zentrum. Sie alle haben wichtige konstruktive Beiträge geleistet für die Ordnung, die heute entscheidend unser gutes Zusammenleben so vieler unterschiedlicher Menschen sicherstellt. Wertvolle Beiträge haben alle diese Gruppen geleistet. Ich möchte einige davon besonders hervorheben. Dr. Thomas Dehler von der FDP, der ist der Erfinder der Ewigkeitsgarantie im Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Diese Ewigkeitsgarantie macht die gesamten Artikel 1 und den gesamten Artikel 20 Grundgesetz, solange es dieses Grundgesetz gibt, unantastbar. Da darf man nicht eingreifen und schon längst nicht darin rumstreichen. Und warum hat der Dr. Dehler das erfunden, diese Ewigkeitsgarantie? Seine Begründung ist gewesen, der Revolutionär gegen die Ordnung des Grundgesetzes die Maske der Legalität vom Gesicht nehmen könne. Also nie wieder so etwas wie ein Ermächtigungsgesetz unter dem Anschein der Legalität. Das wollte Dr. Thomas Dehler. Und es ist auch so ins Grundgesetz hineingekommen. Der Dr. Dehler ist später auch Bundesjustizminister geworden.
Und dort ist er auch verantwortlich dafür gewesen, dass es ein Handbuch der Rechtsförmigkeit gibt. Dieses Handbuch der Rechtsförmigkeit sollte eigentlich immer benutzt werden, wenn Gesetze gemacht werden. Und es ist aber nicht mehr auf dem neuesten Stand. Schauen Sie mal die neueste Fassung vom Handbuch der Rechtsförmigkeit. Da finden Sie heute das Grundgesetz, da finden Sie die EU und da finden Sie einen der Menschenrechtsverträge vom Europarat. Aber wo ist der soziale Menschenrechtsvertrag vom Europarat, nämlich die Europäische Sozialcharta? Und was finden Sie von der UNO? Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die ein Jahr älter ist als das Grundgesetz. Aber die ganzen Menschenrechtsverträge der UNO, die Deutschland ratifiziert hat, den UNO-Zivilpakt, den UNO-Sozialpakt, die Frauenrechtskonvention, die Kinderrechtskonvention, die Konvention gegen das Verschwindenlassen von Leuten, die Antirassismuskonvention, die Antifolterkonvention und die Behindertenrechtskonvention sind dort alle nicht erwähnt. Und da wundert man sich, dass bei Gesetzen, die gemacht werden, die oft einseitig sind und nicht alle Grund- und Menschenrechte berücksichtigt werden. Man hat es nicht auf den neuesten Stand gebracht. Das sind wir doch eigentlich dem Andenken von Dr. Thomas Dehler schuldig, denke ich. Dr. Thomas Dehlers Andenken, ja, Dank und Ehre seien ihm für die Ewigkeitsgarantie, eine der wichtigsten Vorschriften dieses Grundgesetzes. Wir möchten ebenfalls danken Dr. von Mangold, CDU. Der war Vorsitzender des Grundsatzausschusses. Und von ihm stammt die Idee, dass das Grundgesetz Volksabstimmung erlaubt. Das finden wir heute in Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Alternative 2 Grundgesetz. Zwingend vorgeschrieben ist das, wenn man eine neue verfassungsmäßige Ordnung machen will und wenn man Bundesländer neu gliedert. Aber als Möglichkeit ist es so im Grundgesetz drin. Glauben Sie nicht Leuten, die Ihnen weismachen wollen, man müsste 2/3 Mehrheiten haben, um das ins Grundgesetz einzubauen. Nein, es geht so mit einfacher Mehrheit, ein ganz normales Gesetz. Und das haben wir Dr. von Mangold zu verdanken. Sein Parteikollege, der Dr. von Brentano von der CDU, dem gefiel das nicht. Der wollte die Möglichkeit von Volksabstimmung auf Artikel 29, 146 beschränken, aber er ist überstimmt worden. Volksabstimmung geht mit einem einfachen Gesetz. Das können Sie nachlesen in den Unterlagen vom Parlamentarischen Rat. Ebenfalls danken wir Elisabeth Selbert von der SPD. Manch einer meinte im Parlamentarischen Rat, der allgemeine Gleichheitsgrundsatz, der würde doch alles abdecken. Und da müsste man die Gleichheit von Mann und Frau nicht noch extra reinschreiben. Die hat es durchgesetzt, dass wir die Gleichheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau nochmal extra explizit im Gleichheitsgrundsatz mit drin haben. Der Gleichheitsgrundsatz hat Karriere gemacht, auch die Gleichheit von Mann und Frau. Frau Selbert politisch danach nicht mehr so sehr. Auch ihr seid gedankt und Ehre ihrem Andenken. Auch Dr. von Mangold sei gedankt und Ehre seinem Andenken. Der wichtigste Baustein des Grundgesetzes jedoch, und das hebt uns auch hervor im Vergleich zu den verfassungsmäßigen Ordnungen, selbst der UNO und auch vieler anderer Staaten, die Menschenwürde im Grundgesetz ist vollständig unantastbar und das sogar doppelt abgesichert über Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und obendrein über die Ewigkeitsgarantie, Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Und auf dieser Menschenwürde baut sehr vieles auf. In Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz, als Teil des Strukturprinzips Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne, ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalten auf die Grundrechte des Grundgesetzes. Und auch die Ewigkeitsgarantie, auch die baut auf der Unantastbarkeit der Menschenwürde auf. Die Ewigkeitsgarantie soll diese sicherstellen. Und auch der sogenannte Menschenwürdekern oder Wesensgehalt aller übrigen Grundrechte, der bei Artikel 19 Absatz 2 Grundgesetz abgesichert ist, auch der baut auf rechtlich auf der Menschenwürde. Und eine Vorschrift, die mir besonders am Herzen ist, die ich besonders liebe, Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz, die lautet wie folgt: Darum bekennt sich das deutsche Volk zu unveräußerlichen und unverletzlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Wir haben dazu recherchiert und geschaut, was diese Vorschrift bedeutet. Diese Vorschrift enthält zwei Dinge,
Einmal den anderen Teil der Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne, nämlich die Verpflichtung auf die universellen Menschenrechte, also die Menschenrechte der UNO. Die UNO ist ja entstanden aus einem Bündnis gegen Nazi-Deutschland. Und trotzdem hat Deutschland sich schon, obwohl es erst in den 70er Jahren in die UNO rein durfte, sich schon 1949 mit dem Grundgesetz, in diesem Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz, auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verpflichtet. Und was dort auch enthalten ist, ich habe ja eben das Wort Frieden erwähnt, ist das Friedensgebot. Und da es auch in Artikel 1 steht, haben wir ein unantastbares Friedensgebot. Ja, wo kommt das her? In 1946 gab es die sogenannte Rede der Hoffnung seiner Exzellenz des damaligen US-Außenministers James F. Burns. Und der Herr Burns, der wollte zusätzlich zu dem, was die Westalliierten insgesamt von uns Deutschen verlangt haben, dass wir uns eben nicht nur auf die Grundrechte des Grundgesetzes verpflichten, sondern auch auf die Menschenrechte, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und auf den Frieden, und das unantastbar. Und er hat gesagt, wir Deutschen sollen nur dann wieder zu Wohlstand kommen, wenn wir auch das tun, uns auf die Menschenrechte der UNO verpflichten und auf den Frieden. Wie gesagt, Stuttgarter Rede der Hoffnung, kann man nachlesen. Das hat der Parlamentarische Rat dann auch so eingebaut in dieser Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Die erste Entwurfsfassung geht zurück auf eine Entwurfsfassung des ersten Absatzes der Präambel, also des Vorwortes der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ja, und dass man das auch tatsächlich so wollte, das kann man nachlesen in verschiedenen Plenarsitzungsprotokollen vom Parlamentarischen Rat. Dort hat zum Beispiel Dr. Süsterhen von der CDU sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, eben im Grundgesetz nicht nur die Verpflichtung auf die Grundrechte, die im Grundgesetz selber drin stehen, sondern auch auf die universellen Menschenrechte zu machen. Und warum? Ihm war es wichtig, für den Grundrechtsschutz und Menschenrechtsschutz der Deutschen und auch für die Souveränität Deutschlands. Obwohl es auf besatzungsrechtlicher Grundlage entstanden ist, enthält das Grundgesetz auch wichtige Vorschriften wie die Souveränität. Denn auch die Besatzungsmächte haben diese Grundrechte und die Menschenrechte der UNO von Anfang an, sobald das Grundgesetz gegolten hat, auch hier selbstverständlich zu beachten und anzuwenden und mit durchzusetzen gehabt. Und der Dr. Seebohm, der war kein Widerstandskämpfer gewesen während der Zeit des Dritten Reichs. Aber er hat die Lektion, die Schrecken gelernt, von der Deutschland erlebt hat im Dritten Reich. Und er hat die Burns-Rede offensichtlich sehr gut studiert. Denn er hat gesagt, dass wir, so dass es keiner abändern kann, wir Deutschen uns verpflichten müssen auf die Menschenrechte und auf den Frieden, damit das Ausland uns Deutschen wieder vertrauen kann. Wir haben dies in Bezug genommen. Wir haben es zitiert in mehreren Verfassungsklagen. Sie finden das zum Beispiel in unseren Verfassungsklagen zum Syrien-Einsatz der Bundeswehr. Suchen Sie einfach auf der Webseite Bürgerrechte, Menschenrechte. Suchen Sie nach unserer Kampagne Stoppt den Grundrechtsboykott und schauen Sie nach die Verfassungsklagen, wo Volker Reusing, meine Wenigkeit, und meine geliebte Ehefrau, die großartige Menschenrechtlerin Sarah Lucia Hassel-Reusing, Mitkläger gewesen sind. Dort in Abschnitt Römisch 3.1, glaube ich, auf jeden Fall in Abschnitt Römisch 3 irgendwo, haben wir das genauestens erläutert, die genaue Begründungskette im Sinne historischer und systematischer Auslegung des Artikels 1 Absatz 2 Grundgesetz. Und wenn wir uns insgesamt anschauen, die Vorschriften, die den Frieden schützen im Grundgesetz, vor allem der unantastbare Artikel 1 Absatz 2, da sind wir, zumindest auf dem Papier, das drittfriedlichste Land innerhalb der Europäischen Union. Nur Malta und Ungarn sind laut ihrer verfassungsmäßigen Ordnung noch friedlicher als wir Deutschen. Ich finde, darauf können wir stolz sein. Das Grundgesetz ist ein klarer Bruch nicht nur mit dem Faschismus, sondern auch mit dem Imperialismus. Mit dem Grundgesetz sind wir verpflichtet darauf, aktiv für den Frieden einzutreten. Und seine Exzellenz US-Außenminister James F. Burns wollte nicht nur, dass von Deutschland nie wieder etwas ausgeht in Richtung Angriffskrieg. Er wollte auch, dass es nie wieder Weltkrieg gibt. Auch das gehört zum Inhalt des Artikels 1 Absatz 2 Grundgesetz im Sinne der historischen Auslegung. Dank und Ehre seien auch dem Andenken, insbesondere seiner Exzellenz US-Außenminister James F. Burns, aber auch von Dr. Seebohm und Dr. Süsterhen.
Wir möchten uns auch bedanken für die Versuche der KPD, mehr soziale Grundrechte ins Grundgesetz zu bringen, zum Beispiel ein Grundrecht auf Nahrung. Das haben wir leider nicht ins Grundgesetz bekommen. Das hing wahrscheinlich auch mit dem Kalten Krieg zusammen und dass KPD und CDU sich etwas viel gestritten haben im Parlamentarischen Rat. Leider. Wir danken auch der Zentrumspartei. Auch sie wollten mehr soziale Grundrechte ins Grundgesetz, sind aber, soweit wir es gefunden haben, in den Unterlagen des Parlamentarischen Rats nicht so konkret geworden wie die KPD, wie bei dem von Ihnen gewünschten mehr an sozialen Grundrechten. Ebenfalls danken wir der Zentrumspartei dafür, dass sie auch ein Grundrecht auf Volksabstimmung wollten, nicht nur als Teil des Strukturprinzips Demokratie. Noch etwas zur Unantastbarkeit. Im Grundgesetz ist nicht nur die Menschenwürde und der Wesensgehaltskern, der Kern aller übrigen Grundrechte unantastbar, sondern auch die vier Strukturprinzipien, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, der Föderalismus, das Sozialstaatsgebot und auch als einer der Staatsaufträge das Friedensgebot. Und auch eine Lehre aus der Zeit des Faschismus: Unser Grundgesetz ist wehrhaft. Dafür ist insbesondere die Ewigkeitsgarantie wichtig. Alles, was voll unantastbar ist, darf, solange das Grundgesetz gilt, nicht einschränkend geändert werden und darin darf auch niemand eingreifen. Weder der Gesetzgeber, noch die Regierung, noch die Justiz, noch sonst irgendjemand. Zur wehrhaften Demokratie gehört unserer Auffassung auch eines der Grundrechte in besonderem Maße, nämlich die Rechtsweggarantie, dass wenn man in seinen Rechten verletzt wird, dass einem dann der Rechtsweg offen steht und dass die Richter dann auch ihrer Pflicht nachkommen müssen. Die Rechtsweggarantie ist das wichtigste Grundrecht für die Rechtsstaatlichkeit, zumindest im formellen Bereich. Zur wehrhaften Demokratie gehört auch das Widerstandsrecht. Das Widerstandsrecht ist allerdings das, was erst greift, wenn man den gesamten Rechtsweg und alle erlaubten Mittel durch hat. Und es darf nicht zur Hilfe für Einzelschicksale verwendet werden, sondern nur, wenn es notwendig ist, um die Ordnung des Grundgesetzes, also das, was im Grundgesetz unantastbar ist, selbst zu retten. Nur dann und nur solange und insoweit eine Widerstandslage besteht, darf man Widerstand leisten. Bei manchen Demonstrierenden kommt mir das Wort Widerstand etwas oft über die Lippen. Wir müssen sicherstellen, dass die Rechtsweggarantie funktioniert. Wir müssen sicherstellen, dass die Gesetzgeber an alle hier geltenden Grund- und Menschenrechte erinnert werden, wenn sie Gesetz geben. Siehe Nummer 17 der heutigen Fassung des Handbuchs der Rechtsförmigkeit. Da sind einige der Menschenrechtsverträge, vor allem die sozialen, nicht erwähnt. Das muss geändert werden. Und wir haben auch eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist wichtig. Parteien, die gegen diese sind, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, müssen verboten werden. Und damit man auch zum Schutze des Grundgesetzes keine Willkür machen kann, hat das Bundesverfassungsgericht bei einem Urteil, bei seinem ersten Parteienverbot, die Sozialistische Reichspartei haben sie damals verboten, eine sehr weit rechte Partei, haben sie damals definiert, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Findet man unter Beferfke 2,1, ich glaube im Leitsatz 2 steht das, findet man heute auch im Bundesverfassungsschutzgesetz, das ist nochmal zusätzlich einfach gesetzlich abgesichert. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung umfasst, grob gesagt, die wichtigsten Teile der Demokratie, bis auf leider die Volksabstimmung, die hat man da nicht mit abgesichert. Und sie umfasst wichtige Teile der Rechtsstaatlichkeit, vor allem Richtung Gewaltenverschränkung. Also Rechtsstaatlichkeit im formellen Sinne. Und sie umfasst alle Grundrechte des Grundgesetzes, die für Deutsche und Ausländer gleichermaßen gelten. Sie umfasst auch als Teil der Rechtsstaatlichkeit ein Willkürverbot. Kleinen Moment.
Okay. Ja, jetzt geht es mir darum als nächstes, was hat denn unser Bundesverfassungsgericht schon Gutes daraus gemacht, dass wir dieses Grundgesetz haben? Also ein ganz wichtiger Teil, damit auch der Schutz des Grundgesetzes nicht zu Willkür führen kann. Sie haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung definiert. Herzlichen Dank dafür. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist, dass das Verfassungsgericht das Urteil zum Grundlagenvertrag gemacht hat. Das war damals, da ging es darum, einen Freundschaftsvertrag mit der DDR, wo man eine Vorschrift so hätte auslegen können, dass Deutschland auf die BRD auf die Wiedervereinigung verzichten würde. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, das Wiedervereinigungsgebot, das stand ja damals in der Präambel des Grundgesetzes, auch die Präambel ist verbindlich. Und damals hat es auch entschieden, dass die Wiedervereinigung ein Staatsauftrag ist. So wie es später auch entschieden hat, dass auch das Friedensgebot ein Staatsauftrag ist und so wie auch es auch entschieden hat, dass die europäische Integration ein Staatsauftrag ist. Ja, ein weiteres wichtiges Urteil ist das Mauerschützen-III-Urteil. Dort hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verbindlich ist. Bodenreform-III-Urteil. Dort hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass auch die universellen Menschenrechte, auf die sich Deutschland verpflichtet hat, hier in Deutschland anzuwenden sind. Und also bei Mauerschützen 3 und Bodenreform 3, da ging es jeweils auch so Urteilen über Fälle, die sich ereignet hatten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Und die DDR war ja nicht aufs Grundgesetz verpflichtet, wohl aber auf die Menschenrechte der UNO. Deswegen waren die damals auch sehr entscheidungserheblich. Ja. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht auch ein Urteil gemacht, das findet man unter Überschrift Völkerrecht, zum UNO-Zivilpakt. Das ist auch schon Jahrzehnte her und hat den UNO-Zivilpakt angewendet. Am 18. Juli 2012 hat das Bundesverfassungsgericht angewendet, da ging es um Hartz-IV-Empfänger, die Kinderrechtskonvention und auch den UNO-Sozialpakt. Da ging es um so Dinge wie öffentliche Teilhabe, kulturelle Teilhabe, also dass auch Langzeitarbeitslose genug Geld haben müssen, um am Kulturleben und am Sport teilzunehmen, dass sich das leisten können müssen. Und es ging um Bildung. Leider ging es damals nicht um die Dinge, die eigentlich am wichtigsten für Langzeitarbeitslose sind. Dass sie alle was Gescheites zu essen haben, dass sie alle ein Dach über dem Kopf haben, dass sie alle ein Höchstmaß an gesundheitlicher Versorgung haben, wie es ja auch im Artikel 11 und 12 vom UNO-Sozialpakt steht. Darauf hat leider dort noch keiner geklagt gehabt oder zumindest hat das Gericht darüber noch nicht entschieden gehabt für Hartz-IV-Empfänger. Lissabon-Urteil, ein Meilenstein. Beim Lissabon-Vertrag, das war ein Vertrag, der die beiden grundlegenden Verträge der EU, den EU-Vertrag und den AEU-Vertrag geändert hat und lauter Protokolle und Erklärungen deren Anhängen. Und da waren lauter grundgesetzwidrige Dinge drin im Lissabon-Vertrag. Da sollte erstmals die Rechtsgrundlage geschaffen werden, verteilt auf drei verschiedene Artikel. Artikel 1 EU-Vertrag, Artikel 51 EU-Vertrag und Erklärung Nummer 17 zum Verträgen der EU. Das EU-Recht würde über allem stehen. Das verstößt jedoch gegen die Rangansprüche vom Grundgesetz, der UNO-Charta und den universellen Menschenrechten. Und in Artikel 2 vom Protokoll 26 zum Verträgen der EU hat man reingeschrieben, dass die nichtwirtschaftlichen Dienste von allgemeinem Interesse, also der öffentliche Dienst, an Privat zu vergeben sei. Das ist mit dem Grundgesetz, mit einem Grundrecht dort, dem sogenannten Funktionsvorbehalt, Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz, unvereinbar. Und man hat Gummivorschriften eingebaut. Ein Teil gab es schon für Kriegseinsätze in aller Welt. Man hatte vorher schon in den 90er Jahren eingebaut die Möglichkeit für Militärinterventionen in Krisen. Krisen ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Wenn es irgendwo in einem Land größeren Krawall gibt, ist das je nach Definition schon eine Krise. Und da soll man militärisch einmarschieren können. Und für militärische Missionen für Werte und Interessen der EU. Die Werte der EU sind Menschenrechte, sind Demokratie und sind Rechtsstaatlichkeit. Aber Verletzungen von Menschenrechten, mehr oder weniger, gibt es überall mit militärischen Missionen, um einzumarschieren. Bei Menschenrechtsverletzungen für die Werte der EU könnte man buchstäblich in jedes Land der Welt einmarschieren. Wir haben damals Verfassungsklage eingereicht, Aktenzeichen 2 BVR 1958 aus 08, eingereicht am 24.09.2008. Die meisten Inhalte dieser Klage wurden beim Lissabon-Urteil mitentschieden.
der öffentlichen Privatisierung des öffentlichen Dienstes ist untersagt worden. Man hat auf mehrere Art und Weise diesen Gummivorschriften für Militärinterventionen aller Welt Grenzen gesetzt, insbesondere dadurch, dass man die Supranationalisierung der Vorschriften der EU für Außen- und Sicherheitspolitik verboten hat. Das heißt, sie bleiben vom Rang normales Völkerrecht und damit nicht nur unterhalb des Angriffskriegsverbots des Grundgesetzes, sondern auch der UNO-Charta. Und das Lissabon-Urteil hat bestätigt, alles, was im Grundgesetz unantastbar ist, steht über dem EU-Recht, hat die Verfassungsidentität bestätigt und hat auch bestätigt, dass das irgendwie eine Verbindung hat, auch mit der UNO-Charta und den universellen Menschenrechten. Auch hat es gesagt, in Leitsatz 3, leider so kompliziert formuliert, dass das kaum einer verstanden hat, dass auch für die universellen Menschenrechte noch genug Raum bleiben muss für deren Umsetzung, wenn hier in Deutschland EU-Recht umgesetzt wird. Was es leider nicht entschieden hat von unserer Klage damals, ist das mit den Militäreinsätzen im Inneren, was der Lissabon-Vertrag auch erlaubt. Vielleicht haben Sie es ja übersehen. Dies sind wirklich eine ganze Reihe Urteile, wo wir dem Verfassungsgericht dankbar sein können, wo das Verfassungsgericht Ehre erwiesen hat, den Müttern und Vätern des Grundgesetzes. Und ich denke, das Wichtigste, diese Leute zu ehren, die das Grundgesetz geschaffen haben, in einer Zeit, wo Deutschland verwüstet war, in einer Zeit, wo die Deutschen sich geschämt haben, in einer Zeit, wo die Menschen hier ums Überleben gekämpft haben, dass sie Medizin kriegten, dass sie Essen kriegten, dass sie Obdach kriegten. In der Zeit diese visionäre Kraft aufzubringen, ihnen dafür zu danken. Das Wichtigste sind nicht, sich hier hinzustellen, wie wir jetzt, um Feierstunden zu machen. Das Wichtigste ist, dass wir das in unserem Alltag leben. Das Wichtigste ist, dass wir den Gesetzgebern bei jedem Gesetz auf die Finger schauen. Dass wir der Regierung bei jeder Ausführung von Gesetzen, bei jeder Ausführungsbestimmung von Gesetzen auf die Finger schauen. Wird das den allen hier geltenden Grund- und Menschenrechten auch gerecht? Und dass wir auch der Justiz auf die Finger schauen. Und für Letzteres sind wir hier mit der Kampagne Stopp den Grundrechtsboykott. Nach einer ganzen Menge Lob müssen wir leider auch erwähnen, zwei Fälle, wo das Verfassungsgericht in unglaublichem Maße versagt hat. Dazu muss ich etwas sagen zur Vorgeschichte. Im Verhältnis zum EU-Recht wendet das Verfassungsgericht, das findet man so vor allem erläutert in den Urteilen zu den Fällen Solange 1 und Solange 2, wenn es um grundrechtsmäßigen, ich sage mal salopp, Kleinkram geht, wendet es als Schranke gegenüber dem EU-Recht nur Demokratie und Wahlrecht an. Also, dass unsere Abgeordneten nicht zu viel Macht abgeben dürfen, dass unsere Abgeordneten noch was zu sagen haben. Wenn es aber um schwere Grundrechtseingriffe geht, so das Versprechen, was das Verfassungsgericht gegeben hat, bei den Urteilen zu Solange 1 und Solange 2, dann wendet es alle betroffenen Grundrechte an. Bei Solange 1 und Solange 2 ging es um Handel mit Champignonkonserven und mit Maisgrieß. Handel mit Champignonkonserven und Maisgrieß ist offensichtlich aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts noch ein Kleinkram. Ein positives Urteil, auch um zu verstehen, wo es dann das große Scheitern gelegen hat, ist das Waldenfels-Urteil. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Deutschland gegenüber so großzügig. Es gab das Londoner Schuldenabkommen, das so lange, bis es einen Friedensvertrag geben würde, erstmal ein Großteil der Schulden Deutschlands vorläufig erlassen wurde. Und trotz des Londoner Schuldenabkommens war Deutschland durch den Krieg so wuntergewirtschaftet, dass Deutschland trotzdem noch danach einen weiteren Staatsbankrott machen musste. Dagegen hat die Frau Waldenfels geklagt, weil sie noch Forderungen gegenüber Deutschland hatte aus der Zeit vor dem Grundgesetz. Und dieses Waldenfels-Urteil hat damals klargestellt, wenn es einen Staatsbankrott gibt, also eine Situation, wo der Staat gar nicht mehr anders kann, als zu sagen, er ist nicht mehr in der Lage, alle seine Schulden pünktlich zu bezahlen, dann darf der Staat und nur der Staat selber über die Höhe, das Ausmaß und die Verteilung seiner Entschuldung, also auch welche Gläubiger auf wie viel verzichten müssen, entscheiden. Und der Staat darf das nicht willkürlich tun, sondern er muss es tun, insoweit wie es notwendig ist, damit er noch trotz Staatsbankrott weiterhin genug demokratischen und sozialen Handlungsspielraum hat. Das war das Waldenfels-Urteil. Und ich bin sicher, durch den damaligen Staatsbankrott ist sicherlich vielen Menschen
wo so viel zerstört war, das Leben gerettet worden, die Gesundheit gerettet worden, haben sicherlich viel mehr Menschen, als hätte es diesen Staatsbankrott damals nicht gegeben, wieder Obdach gefunden, dass Deutschland wieder etwas mehr finanziellen Spielraum gehabt hat für Soziale. Danke den damals weisen Verfassungsrichtern für das Waldenfels-Urteil. Kommen wir nun zu einer wirklich traurigen Stunde, einer der traurigsten Dinge, die sich ereignet haben seit Inkrafttreten des Grundgesetzes. Sie haben bestimmt schon mal vom ESM gehört, dem angeblichen europäischen Stabilitätsmechanismus. Der hängt zusammen. Ich muss so weit ausholen, damit man die Tragweite versteht. Wir bleiben natürlich beim Kernthema. Der hängt zusammen auch mit den Mechanismen für die EU-Wirtschaftsregierung und mit den drei anderen Mechanismen mit der Troika und mit der sogenannten kleinen Vertragsänderung. Bei dieser kleinen Vertragsänderung geht es darum, dass die EU, also die Staaten der Eurozone, einen Mechanismus machen können. Und wir müssen sie in Kraft setzen, wenn es unbedingt notwendig ist für die Stabilität des Währungsgebiets als Ganzes. Angeblich war das nur für den ESM. Wir haben damals nachgewiesen, Sarah Lucia Hasso-Reusing und Volker Reusing, dass dies für alle die Mechanismen mit der Troika war. Also auch für Griechenland, Hilfe, EFSF und EFSM. Überall gab es Ermächtigungslücken dafür. Und diese Gummivorschrift sollte diese Ermächtigungslücken füllen. Und auch für die Mechanismen für die sogenannte EU-Wirtschaftsregierung, also verschärfter Stabilitäts- und Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren und haushaltsmäßige Überwachung. Und für alle diese Mechanismen sollten die Auflagen streng sein. Ja, jetzt erstmal Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes. Was ist denn das für ein Gummibegriff, werden Sie sich fragen. Da haben wir geguckt in den Erwägungsgründen für die Schaffung dieser Vorschrift. Und siehe da, die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes ist nur eine Metapher für die Finanzstabilität. Und Finanzstabilität, wie ist das definiert? Das ist die Stabilität des Finanzsektors, also der Banken. Was viele Menschen in ganz Europa geahnt haben, haben wir bewiesen. Die Euro-Rettung ist nur eine Mogelpackung für noch mehr Bankenrettung. Und die Stränge, die man gewollt hat, die finden Sie unter dem Aktenzeichen SN 2564110. Das ist ein Beschluss vom ECOFIN-Rat, von den Wirtschafts- und Finanzministern, ihren Exzellenzen im EU-Ministerrat vom 9.05.2010. Und da haben Sie gesagt, dass die Auflagen streng sein sollen, wie in der Praxis des Internationalen Währungsfonds. Haben wir natürlich geguckt, wie streng ist das denn? Da haben wir uns die Bücher durchgelesen von Professor Dr. Michel Chosudowski, The Globalization of Poverty in the New World Order. Da findet man massenhaft Beispiele, wie der IWF Sozialsysteme von zahllosen Ländern kaputt gespart hat. Und bei Professor Dr. Jean Ziegler, ehemaliger Sonderberichterstatter der UNO für das Menschenrecht auf Nahrung, Artikel 11 UNO-Sozialpakt, der hat auch einiges dazu geschrieben. Und der IWF-Whistleblower Davies Mbutu findet man, damals veröffentlicht bei Heinrich Böll Stiftung, Genug ist genug. Der hat auch einige Beispiele gebracht, wie der IWF mit seinen Auflagen Wirtschaft und Sozialsystem von Ländern kaputt gemacht hat. Und Davies Mbutu hat damals gesagt, dass es Millionen Tote gegeben habe, Millionen Menschen unter 5 Jahren durch solche Auflagen vom Internationalen Währungsfonds. Da haben wir uns gesagt, das geht doch nicht. Diese Strenge kann doch nicht der Maßstab sein. Die Strenge darf nur so weit gehen, wie das Grundgesetz erlaubt und die Menschenrechte vom UNO-Sozialpakt. Ja, damals haben wir Verfassungsklage eingereicht, 718 Seiten, am 30.06. des Jahres 30.06.2012. Ja, was hat das Verfassungsgericht entschieden? Es hat leider nicht nur diese Mechanismen durchgewunken und der ESM enthält außerdem noch eine Klausel, dass wir nicht mehr souverän über den Staatsbankrott übrigens entscheiden dürfen, sondern die Versammlung der privaten Gläubiger. Ganz genau gesagt, der ESM enthält eine Klausel, dass ab 01.01.2013 die Staaten, die Euro in der Eurozone sind, also die Währung Euro haben, ihre Staatsanleihen solche kollektiven Aktionsklauseln einbauen müssen, wo die Bedingungen für den Staatsbankrott drinstehen. Die sind da eingebaut worden und auch in Deutschland obendrein noch in § 4a bis 4k Bundesschuldenwesengesetz, einem der Begleitgesetze zum ESM. Wir haben also dagegen geklagt. Und was hat das Bundesverfassungsgericht gemacht? Es hat nicht nur diese Dinge durchgewunken, sondern, das ist das Schlimmste, es hat die Ewigkeitsgarantie falsch ausgelegt. Es hat geurteilt, dass die Ewigkeitsgarantie nur Demokratie und Wahlrecht schütze.
diese Vorschrift, die gemacht worden ist im Grundgesetz, Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, damit niemand Revolution machen kann gegen diese, unsere geliebte Ordnung, auf die wir stolz sein können. Diese Vorschrift haben sie so ausgelegt, dass sie alle Grundrechte außer dem Wahlrecht, deren Unantastbarkeit negiert haben und die Unantastbarkeit aller Strukturprinzipien außer der Demokratie negiert haben. Die Menschenwürde, der zentrale Baustein des Grundgesetzes, mit dem das Grundgesetz uns Deutschen unsere Würde zurückgegeben hat, haben sie negiert. Ich werde das wörtlich nur zitieren. Sie finden das auch bei unserer Kampagne Stopp den Grundrechtsboykott. Ja, interessanterweise ist der Richter, der damals Berichterstatter gewesen ist, ja, auch noch befangen gewesen. Aber darauf muss ich jetzt nicht näher eingehen. Wir wollen ja den Blick in die Zukunft richten, was ich besser muss. Syrien-Einsatz der Bundeswehr, auch da haben wir geklagt. Der Syrien-Einsatz der Bundeswehr verletzt, soweit die Kompetenzen überschritten werden, das grundrechtsgleiche Wahlrecht. Und er verletzt die Menschenwürde, soweit das Friedensgebot verletzt wird. Denn das Friedensgebot, was ich zitiert habe, es beginnt ja mit dem Wort darum. Und das Wort darum bezieht sich auf die unantastbare Menschenwürde. Und wenn jemand das Friedensgebot des Grundgesetzes verletzt, verletzt es die Menschenwürde aller Deutschen. Das haben wir damals geltend gemacht. Naja, die Klagen gegen den Söhneinsatz der Bundeswehr, gegen die beiden Beschlüsse mit verschiedenen Klägern, haben was gebracht. Die Politik, nicht nur in Deutschland, ist auf diese Klagen aufmerksam geworden, sondern auch in den USA, auch in Russland, auch in China haben die Menschen von dieser Klage Kenntnis genommen und auch Kenntnis genommen von unseren Beweisen, die wir vorgebracht haben, dass dieser Syrien-Konflikt schon mehrmals beinahe zum Weltkrieg eskaliert wäre und auch die damals jeweils gerade aktuellen Eskalationsgefahren zum Weltkrieg wurden zumindest zur Kenntnis genommen. So haben wir einen Beitrag leisten können, dass diese gelindert worden sind. Aber hätten diese Klagen, wenn sie ordentlich behandelt worden, wäre dem Andenken an seine Exzellenz, US-Außenminister James F. Burns, Rechnung getragen worden, wäre dem Andenken an die Doktoren Seewurm und Süsterhen Rechnung getragen worden und wäre vor allem ein ganz normales Mitgefühl da gewesen für das, was lebt auf der Erde, dann hätten sie auch das rechtlich angegangen. Und hätten sie auch anständig geurteilt über Syrien-Einsatz der Bundeswehr und hätten sie den Gummivorschriften, um die es damals wirklich ging für Militäreinsätze in aller Welt, hätten sie denen Grenzen gesetzt, wäre das Konzept der humanitären Intervention, also für Krieg führen auf in aller Welt, nur weil wegen Menschenrechtsverletzung, was dazu gemacht worden ist, den UNO-Sicherheitsrat zu umgehen, was dazu gemacht worden ist, das Angriffskriegsverbot zu umgehen, dann wäre dies schon weltweit geächtet. Dann hätte dieses Grundgesetz der ganzen Welt, die ganzen Welt, die Herzen der Menschen erreicht und hätte es dafür gesorgt, den Weltfrieden dauerhaft stabiler zu machen und hätte es unseren Klagen nicht nur beigetragen, zur Linderung einiger akuter Weltkriegsgefahren spürbar mit beizutragen, sondern dann wären auch diese Weltkriegsgefahren chronisch, insbesondere das Konzept der humanitären Intervention, endlich weltweit vom Tisch. Meine Frau hat einmal in einem Telefongespräch mit jemand aus Karlsruhe, den Namen möchten wir aus Datenschutzgründen nicht nennen, hat jemand aus Karlsruhe mal, ich denke, das war mit einem badischen Augenzwinkern versehen, die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter als, Zitat, unsere Herrschaften bezeichnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir Herrschaften in Karlsruhe? Wir haben doch eine Demokratie. Sind nicht alle Menschen frei und gleich an Rechten? Wir brauchen keine Herrschaften in Karlsruhe. Wir brauchen Helden in Karlsruhe. Wir brauchen Menschen, die mindestens so heldenhaft sind wie die mutigen Visionäre im Parlamentarischen Rat. Wir brauchen Menschen, die sich mit ihrem Herzen, mit all ihrem Gefühl, mit all ihrer Wahrnehmung schützend vors Grundgesetz stellen, die sich notfalls auch mit ihrem Leben schützend vors Grundgesetz stellen, die sich von nicht und niemanden einschüchtern lassen. Wir brauchen Menschen, die danach brennen, nach Verhältnismäßigkeit und danach allen Grund- und Menschenrechten, die hier gelten, zu ihrer Durchsetzung zu verhelfen und zu einem fairen Ausgleich da und auch, wo es darum geht, um die Unteilbarkeit der Menschenrechte. Und zwar Unteilbarkeit
sowohl was die Menschenrechte unterschiedlicher Menschen angeht, als auch Unteilbarkeit zwischen verschiedenen Menschenrechten. Solche Leute brauchen wir. Und nur solche Leute brauchen wir in Karlsruhe, im Bundesverfassungsgericht. Keine Herrschaften, wir brauchen Helden. Und eine kleine Pause? Okay, dann komme ich gleich zu den Kernpunkten dieser Kampagne. Danke.